Nachbarschaftshaus Urbanstraße, das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. Herzlich willkommen am Nachbarschaftshaus Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg. Ich bin Bell Hoffmann, ich bin hier Sozialarbeiterin. Gemeinsam mit meinem Kollegen Tim Ünsal gehen wir jetzt mal ins Haus und gucken, was heute so bei uns los ist. Hi, Bell. Na, lässt du uns rein? Ja, hier. Er bedient den automatischen Türöffner. Durch die Metalltür gelangen sie zu einem Außenfahrstuhl, mit dem sie in den ersten Stock fahren. Und da sind wir schon. Hier sind wir im großen Saal. Das ist das Herzstück des Nachbarschaftshauses Urbanstraße. Und hier finden unsere großen Veranstaltungen statt. Tagungen, Konzerte, Theaterabende oder wie jetzt zu Corona-Zeiten auch via Internet Sport- und Musikveranstaltungen. Befragungen haben ergeben, dass es nicht allen gleichermaßen leicht fällt, sich bei uns im Haus zurechtzufinden. Und so haben wir in Zusammenarbeit auch mit dem VSKA diese Schilder designt, entworfen und nun können wir sie endlich anbringen. Die Schrift ist auch taktil erfassbar, die Piktogramme sind einfach und einheitlich gehalten und wir hoffen, dass es so leichter wird, bei uns alle Räume zu finden. Von mir herzlich willkommen im Nachbarschaftshaus Obernstraße. Mein Name ist Markus Runge, ich bin Geschäftsführer des Nachbarschaftshauses und schon ganz lange dabei. 2013 haben wir angefangen mit dem Prozess der inklusiveren Ausrichtung unserer Arbeit, zunächst im Stadtteil und seit einigen Jahren jetzt auch hier direkt im Haus. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir viel mehr Menschen mit Beeinträchtigungen viel selbstverständlicher hier im Haus erleben dürfen. Und das ist im Grunde genommen genau auch das Projekt, was wir vorhaben in den nächsten Jahren. Wir wollen stärker nach draußen arbeiten, stärker Menschen mit Beeinträchtigung ansprechen und auf unser Haus verweisen und hier dann entsprechend aber auch den Rahmen schaffen, dass diese Menschen sich hier willkommen fühlen, dass sie hier eingebettet werden in die Angebote und dass wir ganz selbstverständlich ein Miteinander hier leben, was aus meiner Sicht gar nicht so selbstverständlich und ohne Herausforderungen ist. Dankeschön. Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel, des Vereins für aktive Vielfalt e.V. Hallo und herzlich willkommen im Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel in Berlin-Hohenschönhausen. Ich bin Sarah. Und ich bin Silvia. Und wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen unser Haus. Kommt mal mit. Unser Haus ist barrierefrei über eine Rampe zu erreichen. Unsere Türen öffnen automatisch. Hier an der Wand findet sich unser Raumplan. Die unterschiedlichen Farben für die unterschiedlichen Etagen finden sich dann auch auf den jeweiligen Etagen wieder zur besseren Orientierung. Neu haben wir jetzt auch einen Rollstuhl, den man sich ausleihen kann bei uns. Und über den Fahrstuhl sind die erste Etage und die zweite Etage zu erreichen mit unserem Sportraum und unserer Seniorenbegegnungsstätte. Von hier aus sind auch die großen Veranstaltungsräume zu erreichen. Unser großer Raum, der Bühnenpavillon, in dem Veranstaltungen stattfinden, Seminare, Tagungen, kulturelle Veranstaltungen. Breite Flure. Und schaut mal, ganz neu, haben wir die Treppenstufen markiert. Oberste und unterste Treppenstufe im gesamten Treppenhaus. Kommt mal mit, wir zeigen euch noch unsere Kreativwerkstatt, wo sich mittlerweile auch eine inklusive Bastelgruppe trifft. Hier ist unser Familienzentrum, kommt mal rein und werft mal einen Blick. Spielgeräte, Autos, Spiele, Bücher, eine kleine Küche. Hallo! Ja, danke, dass ihr uns auf unserem kleinen Rundgang durch einen Teil unseres Hauses begleitet habt. Kommt doch mal vorbei und besucht uns. Tschüss! Tschüss. Kompass Haus im Stadtteil, des FIP e.V. und Club 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.
Herzlich willkommen im Haus Kompass. Mein Name ist Hörli Montag. Mein Name ist Konstanze Torno und wir möchten Sie herzlich einladen zu einem kleinen Rundgang durch den Kompass. Das ist der erste Anlaufpunkt für alle Besucher unserer Einrichtung. Wir haben momentan keine gemütliche Atmosphäre. Ist ja auch hier Corona-bedingt. Das wird sich aber dann bald wieder ändern. Ich möchte jetzt noch einmal Ihren Blick richten auf unseren Tresen. In Kürze wird es hier Veränderungen geben, baulicher Natur. Und zwar werden wir unseren Tresen inklusiv umgestalten. Er wird zurückgebaut, es wird niedriger, es wird offener. Jeder kann beobachten, was hinter dem Tresen passiert. Die ganze Familie kommt gut an den Tresen heran. Und darüber freuen wir uns sehr, weil das eine unserer ersten Maßnahmen ist, die wir umsetzen können, um inklusiver zu werden. Wir wollen nicht versäumen, euch auch unseren Garten zu zeigen. Hier findet viele Angebote statt, ist auch ebenerdig und kann auch jeder Person hier sich zurechtfinden. Hier rein! Hallo nochmal! Hallo! Ja, willkommen in unserem Herzstück, dem Veranstaltungssaal. Unser Kameramann ist jetzt von außen mal reingegangen. Das macht deutlich, dass auch der Zugang zu diesem Saal schwellenarm ist. Und von hier aus geht es auch wunderbar ebenerdig wieder zurück ins Foyer. Und wir wünschen uns als letztes die Neugestaltung unseres Vorplatzes, ein Leitsystem durchs Haus mit einem Wegweiser in leichter Sprache und leichtgängige Türen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Stadtteilzentrum Nachbarschaftshaus Kiek-Inn. Der Kiek-Inn Soziale Dienste GmbH. Hallo, ich bin Sabine Behrens und wir stehen hier vor dem Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiek-Inn in der Rosenbecker Straße in Marzahn Nord. Hier in dem Kasten haben wir einige unserer aktuellen Angebote und Ankündigungen. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam das Haus an. Hier ist der Haupteingang. Hier haben wir eine Rampe für Rollstuhlfahrer. In der Hinsicht sind wir schon inklusiv. Hier haben wir eine Infothek zur Information. Alle Besucherinnen und Besucher werden hier freundlich begrüßt. Und es wird Ihnen auch sehr gern geholfen, besonders wenn Sie Mobilitätseinschränkungen haben. Dann werden auch mal die Türen aufgehalten und zugemacht. Und die Besucher werden bis Haus begleitet, zum Beispiel zu den Beratungsangeboten. Das sind Flyer aus dem Stadtteil und Bezirk. Und hier haben wir unsere eigenen Flyer. Wenn wir uns jetzt hier im Haus umschauen, sehen wir einmal hier unser Leitbild, was uns sehr wichtig ist. Dann haben wir hier unser Wegeleitsystem und das sind Dinge, die wir zeitnah überarbeiten werden. Mehr Symbole, weniger Text, andere Schriftarten, sodass sich dann wirklich jeder willkommen fühlen kann. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das ist der kleine Veranstaltungsraum. Hier finden kleine Beratungen statt. Versammlungen, Seniorensport, nämlich Stuhlgymnastik, kleinere Kaffeerunden für Senioren, eine Spielegruppe trifft sich häufig hier, auch eine Handarbeitsgruppe. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir recht bald wieder viele Besucherinnen und Besucher mit eigenen neuen Angeboten hier begrüßen könnten, vielleicht auch euch und Sie. Kreativhaus des FIP e.V. Hallo, ich bin Birte und ich arbeite im Kreativhaus auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vorbei an flachen Plattenbauten geht sie über ein Gelände mit Bauwagen und Zelt zu einem Holzhaus. Das hier ist ein ganz besonderer Ort. In unserer Holzhütte kommen immer ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen und werkeln. Und das zeige ich euch jetzt. Über eine Stufe betritt sie die Hütte und öffnet die Tür zur Werkstatt. Ein Mann und eine Frau arbeiten mit Holz. Der Mann mit Pinsel schaut auf. Hallo, willkommen in der Holzhütte. Ist das ein Stummfilm? Ja. Gut.
Sie geht zurück ins Freie und stellt sich auf eine Wiese neben einen bepflanzten Erdhügel mit Baumhaus und Bienenkästen. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir unser Haus im Zuge einer Sanierung barriereärmer gestalten können. Und wir freuen uns sehr auf die Zeit nach Corona, wenn in der Holzhütte wieder richtig viel los ist. Stadtteilzentrum Nachbarschaftsetage des Fabrik Osloer Straße e.V. Ich bin Melina und das ist Kerstin und wir stehen hier vor dem Eingang der Fabrik Osloer Straße. Hier befindet sich auch das Stadtteilzentrum Nachbarschaftsetage und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Die beiden gehen auf einen Hof zu einer geöffneten Glastür. Kerstin gebärdet. Hier ist unser Infobüro. Es ist leicht zugänglich im Erdgeschoss. Zum Beispiel für RollstuhlfahrerInnen, genau wie zwei unserer Kursräume. Sie deutet auf die anliegenden verglasten Türen in dem Innenhof eines alten Backsteingebäudes. Eine Frau mit kurzen Locken. Hallo, ich bin Stefanie. Ich zeige euch jetzt die anderen Räume. Dahin kommt man über den Fahrstuhl und die Treppe. Sie geht durch das Treppenhaus nach oben und betritt ein helles Café mit Theke, an das ein Raum mit Scheinwerfern angrenzt. Ja, das ist unser Café und der Veranstaltungssaal. Hier finden normalerweise viele Angebote für Familien, Kinder und Erwachsene statt. Das ist unser barrierefreies WC. Das konnten wir im letzten Jahr ausbauen. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder viele Menschen hier zusammenkommen können. Alle sind willkommen. Zukunftshaus Wedding, der Paul-Gerhardt-Stift Soziales GmbH. Willkommen hier bei uns im Zukunftshaus. Wir sind ein Familien- und Stadtteilzentrum in Berlin-Wedding. Mein Name ist Gabi Manns und ich lade euch heute ein, unser Haus mal kurz kennenzulernen. Kommt gerne mit. Sie geht einen gepflasterten Weg über einen begrünten Innenhof zu einem Backsteingebäude. An der Eingangstafel in verschiedenen Sprachen, Brei- und Pyramidenschrift, herzlich willkommen. Sie bedient den automatischen Türöffner und betritt das Haus. Ja, hier sind wir auch schon mitten im Zukunftshaus und in unserem Eingangsbereich können sich unsere BesucherInnen erstmal orientieren. Hier erfahren sie, welche Angebote es gibt und wer hier arbeitet. Ja, lasst uns jetzt gern zu unserem Herzstück des Hauses gehen. Durch einen Flur mit Aushängen geht sie an einem Wegweiser mit dem Titel Videodreh vorbei und erreicht einen Gruppenraum. Wie in ganz vielen Stadtteil- und Familienzentren oder Mehrgenerationenhäusern ist der offene Treffpunkt das Herzstück bei uns. Denn hier treffen sich ganz verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Angeboten. Vom interkulturellen Familienfrühstück bis hin zur Beratung oder unserem selbstorganisierten Nachbarschaftstreff. Hier kommen sozusagen alle und alles zusammen. Unser offener Treff steht auch für Inklusion. Denn zum einen hat er einen barrierearmen Zugang, das heißt Menschen mit Gehbehinderungen oder Rollstühlen können ihn gut erreichen. Zum anderen finden hier eigentlich ganz viele offene Angebote statt. Das heißt, Personen können einfach vorbeikommen, müssen sich vorher nicht anmelden. Und der offene Treffpunkt befindet sich direkt gegenüber vom Infobüro. Das zeige ich euch jetzt noch gern. Im Infobüro finden unsere Besucherinnen immer eine Ansprechperson, Informationen und Beratung. Das ist ganz wichtig bei uns hier im Haus. Für die Zukunft wünschen wir uns noch sehr viel mehr inklusive Strukturen hier bei uns im Haus und daran arbeiten wir. Danke. Bürgerzentrum Neukölln, der Bürgerzentrum Neukölln GmbH. Willkommen am Bürgerzentrum Neukölln. Mein Name ist Monika Fritsch-Behrens. Ich bin Mitarbeiterin des Hauses. Momentan findet bei uns tatsächlich so gut wie nichts statt. Wir haben aber hier Einrichtungen wie Bewegungsbad, Physiotherapie, Seniorenberatung. Ich möchte Ihnen jetzt mal gerne eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vorstellen, die Frau Ingrid Schwarzer, die bei uns die Handarbeitsgruppe managt. Und leider kann sich die Gruppe momentan auch nicht treffen.
Aber Frau Schwarzer unterstützt uns bei unserem neuen Projekt seit Dezember im Rahmen der Obdachlosenspeisung. Und wir haben uns so ein bisschen geholfen, dass wir den Eingangsbereich nutzen, um Handarbeitssachen nach außen zu zeigen, um die Kommunikation nicht komplett einschlafen zu lassen. Ich mache jetzt mal einfach einen kleinen Schwenk. Unser Haus ist ja vom Keller bis zum Dach barrierefrei. Wir haben auch das Signet barrierefrei. Allerdings schwächeln unsere Aufzüge, die jetzt schon seit 1983 hier eingebaut sind und demnächst erneuert werden sollen. Dann können wir mal gemeinsam hier durch die Räumlichkeiten gehen, damit Sie einen kleinen Einblick in unser Herzstück bekommen. Das Café-Restaurant, das natürlich im Moment auch nicht großartig bespielt werden kann, sondern nur für unsere Speisung für Bedürftige genutzt wird. Normalerweise finden hier die großen Veranstaltungen statt. Und jetzt möchte ich Ihnen noch meine Kollegin vorstellen, Marina Friedenberger. Hier ist die Sprecherin Monika Fritz-Behrendt. Wie gesagt, wir schmeißen gemeinsam hier das Haus und wünschen uns für die Zukunft natürlich, dass unsere Senioren bald wieder kommen dürfen und wir ein Stück weit Normalität haben. Und ansonsten freuen wir uns einfach, dass wir Teil des Projektes Stadtteilzentren inklusiv sind. Dankeschön. Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz, der Bürgerhaus Büha AG GmbH. Hallo, einen wunderbaren guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem schönen Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz in Französisch Buchholz. Sie geht die Steintreppe zu einem alten Gebäude hinauf und öffnet lächelnd die dunkelgrüne Eingangstür. Treten Sie ein. So, hier vorne an der Wand sieht man unsere Angebote. Die haben wir kürzlich gerade ein bisschen überarbeitet, damit man sich da leichter zurechtfindet. Und jetzt nehme ich Sie direkt mit in unseren großen Saal. Der Saal ist sozusagen das Herzstück des Hauses. Hier finden sehr, sehr viele Veranstaltungen statt. Unterschiedlichste Art, kultureller Natur, Bürgerdialoge, Frauengespräche, Tanz. Unsere Künstlergruppe ist hier auch tätig und hat hier derzeit eine Ausstellung. Und hier hat auch der Realitätscheck Inklusion begonnen, weil hier finden auch unsere Treffen statt. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne meine wunderbare Kollegin mal vorstellen, die Frau Finsterle. Guten Tag. Genau, wir sind hier zu dritt im Team. Die Frau Burgaleta ist jetzt gerade nicht da. Frau Finsterle ist hier eine ganz großartige Kraft im Team. Vielen Dank, Imke. So, jetzt kommen wir hier in den ersten Stock. Ich bin übrigens Frau Sturmkrone, Leiterin des Hauses hier und seit 4 Jahren am Haus, worüber ich sehr glücklich bin. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit hier. Und ich mache jetzt hier eine kleine Runde mit Ihnen durchs Haus. Wir haben jetzt hier schon sehr aufgeräumt, weil bei uns in 2022 die Sanierung des Hauses ansteht. Und bei dieser Sanierung ist es zum Glück so, dass wir dann endlich barrierefrei werden. Sobald das Haus saniert ist, wird es einen Fahrstuhl geben. Der wird es dann auch möglich machen, dass man endlich ins Haus kommt, wenn man eine Bewegungseinschränkung hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir die Dinge, die wir jetzt beim Realitätscheck Inklusion herausgefunden haben, dass wir die in Zukunft dann auch umsetzen können. Ja, vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind hier durch unseren kurzen Gang durch unser Haus. Wir als Team wollen uns jetzt von Ihnen verabschieden und freuen uns sehr, wenn Sie uns auch mal persönlich in unserem Haus begrüßen können. Und jetzt sagen wir Tschüss auch im Namen unseres Trägers Bürgerhaus Büha GmbH und wünschen Ihnen allen einen schönen Tag. Tschüss. Stadtteilzentrum Pankow, der Bürgerhaus Büha AG GmbH. Hallo, herzlich willkommen in unserem Stadtzentrum Pankow. Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Begehung. Vor einer Übersichtstafel. Ich heiße Andrea Kuhn. Ich bin Eva Freigang und wir beide arbeiten hier im Stadtzentrum Pankow.
Wir haben mit unserer Gruppe eine Tafel gemacht, wo die Leute sich angucken können, wo sie hin müssen. Wir gehen jetzt in diesem Stockwerk. Sie zeigt darauf. Erstes Obergeschoss Gruppenräume. Ihrer Freigang hält ihr eine Metalltür auf. Drin betritt sie den Fahrstuhl. In einem Seminarraum. Hier ist der Raum, wo wir mit 15 bis 20 Leuten zusammenarbeiten. Ich habe vorbereitet, den Tisch zu decken und auch alles vorzubereiten. Dann spreche ich mit ihr das ab. Jetzt in der Corona-Zeit können wir uns leider nicht treffen in diesem Raum als AG-Inklusion. Da telefonieren wir einmal im Monat. Wir haben auch einen schönen Garten, da wo wir auch mal Feste feiern. Dem Frühlingsfest, dem Sommerfest und dem Winterfest. Auch wir feiern den Nikolaus. Und jetzt in der Corona-Zeit im Sommer haben wir hier die AG-Inklusion in mehreren Kleingruppen durchgeführt. Ich hoffe, euch hat die kleine Führung gefallen. Und wenn die Corona-Zeit zu Ende ist, freuen wir uns, wenn ihr uns besuchen kommt. Tschüss! Stadtteilzentrum Haus am See, der Lebenswelt G GmbH. 1, 2, 3, los. Hallo, guten Tag. Wir sind hier vor dem Familien- und Stadtteilzentrum Haus am See. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Rundgang. Das hier ist unser Haupteingang, leider noch nicht barrierefrei. Mein Name ist Christel Seemann, ich leite das Stadtteilzentrum Haus am See. Hallo, mein Name ist Fjern Krümmers. Ich arbeite seit 2014 hier im Stadtteilzentrum Haus am See. Hallo, mein Name ist Marlies Schmidt. Ich leite hier im Haus am See die Malgruppe und ich unterstütze bei der AG Inklusion. Monika Kasuschke, ich arbeite seit 11 Jahren hier mit im Haus am See als Lach-Yoga-Lehrerin und ich mache kreative Kurse für Erwachsene. Hallo, ich bin die Ulvia Dasler. Ich arbeite im Haus am See im Sprachcafé und leite ehrenamtlich die Kreativcafé. So, das kommt mit rein. Unser Eingang, bitteschön, hereinspaziert. Das ist unser Herzstück des Hauses, unser Kaffeebereich. Hier können sich Eltern und die Kinder treffen, spielen und reden. Hier kann man Kaffee, Tee und Kuchen gemeinsam essen. Von hier aus gehen wir jetzt rüber zu unserem Bungalow. Das ist unser Saal. Der Saal ist der einzige, der Bungalow und der Saal sind die einzigen, im Moment die einzigen Räume, die barrierefreie Zugänge haben. Hier findet die Malgruppe statt, hier findet auch Sprachcafé statt. Alle feste Veranstaltungen finden hier in diesem Raum statt und unsere Inklusions-AGs hatten wir auch alle hier in diesem Raum. Vom Saal aus kann man auch ganz einfach raus in den Garten. Und wir wünschen uns für die Zukunft, dass unser Haus noch diverser wird. Ich wünsche mir, dass das Stadtteilzentrum auch in der Zukunft eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung wird. Dass wir zusammen viel Spaß hier haben. Ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr meine Kurse wieder ohne Corona stattfinden und dass ich viele neue Menschen kennenlerne, ohne Abstand. Das ist aber nicht gesagt. Ich wünsche mir in Zukunft, dass das Stadtteilzentrum weiterhin interkulturell und offen für jeder Menschen. Danke. Dankeschön. Gutshaus Lichterfelde, das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. Hallo, herzlich willkommen im Gutshaus Lichterfelde. Mein Name ist Manuela Polinski. Ich arbeite im Stadtteilzentrum Steglitz. Hier seht ihr schon mal den Schaukasten. Den haben wir seit dem Inklusionscheck hier neu aufstellen dürfen. Jetzt gehen wir mal ins Haus, kommt einfach mal mit. Dann schauen wir uns die Räume mal von innen an. Sie betritt ein sonnengelbes Herrenhaus. Jetzt zeige ich euch mal das Herzstück unseres Hauses.
Das ist das Nachbarschaftscafé. Hier trifft man sich, hier quatscht man, hier wird besprochen, was man als nächstes gemeinsam machen kann. Jetzt zeige ich euch mal, was wir nach dem Inklusionscheck alles schon angeschafft haben, was also dabei rausgekommen ist, wo wir auch uns alle gemeinsam so ein bisschen sensibilisiert haben. Unter anderem wurde angesprochen, dass es gut wäre, solche Rollstuhlrampen anzuschaffen. Das haben wir schon getan. Dann haben wir Notfallknöpfe für unsere Toiletten. Das liegt bei mir. Und wenn jemand auf der Toilette Hilfe braucht, dann höre ich das hier. Dann haben wir eine Rollstuhlrampe, falls wir Menschen mit Rollstuhl auf die Terrasse möchten. Das ist eine Rollstuhlrampe, die dann halt bei Gebrauch immer aufgebaut werden kann. Könnt ihr noch mal einen Blick auf unsere schöne Terrasse werfen und unseren schönen Park. Eine Freitreppe führt in den weitläufigen Park mit Buchsbäumen. So, jetzt zeige ich euch noch, was wir noch verändern möchten. Diese große Tafel hat unsere Kita schon mal angefangen, was zu verändern. Die Seite ist dann für uns. Einfach nochmal zur besseren Orientierung für jedermann. Das steht jetzt noch an. Und was uns ganz wichtig ist, dass wir hier an der Eingangstür von außen noch ein Schild anbringen, dass wir eine barrierefreie Einrichtung sind. So, das war's. Ich freue mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Und dann vielleicht noch bis bald. Tschüss. Nachbarschaftshaus Villa Offensiv, des Offensiv 91 e.V. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Britt Rode. Ich bin die Leiterin dieses Nachbarschaftshauses im schönen Stadtbezirk Trübbrücke-Köpenick. Und kommt mal mit mir mit. Ich zeige euch ein bisschen was von diesem Haus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Hier seht ihr den Haupteingang. Und wie ihr sicherlich feststellen könnt, leider noch nicht behindertengerecht erreichbar. Das wäre zum Beispiel etwas, was wir uns wünschen und was wir auch versuchen, in diesen bzw. in den nächsten Jahren anzustreben. So, jetzt sind wir an unserem zweiten Eingang. Der befindet sich an der Hinterseite unseres Hauses. Wie ihr seht, haben wir hier auch den Außenlift, sodass Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit haben, mit diesem Lift nach oben zu fahren und Veranstaltungen hier in diesem Haus zu besuchen. Außerdem habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen von unserem Garten. Jetzt sind wir im Herzstück der Nachbarschaftsetage. Das ist einer unserer Veranstaltungsräume, in denen ganz verschiedene Angebote stattfinden. Vom Seniorensport bis zum Chor, bis zu Workshops, bis zu Abendveranstaltungen, bis zum Line-Dance, bis zum Irish-Dance und. Genau, und jetzt sind wir wieder hier im Haupteingang. Hier kann man die Treppe zu den Räumen hochgehen, die ihr bereits kennengelernt habt. Wir haben auch hier noch die Möglichkeit für Menschen, denen es schwerfällt, die Treppen hochzugehen mit einem Sessellift, diese Etage zu überwinden. An dieser Etage, wenn man die hochgeht, kann man sich auch informieren über die Angebote nochmal des Trägers. Wir haben hier unser Leitsystem, das haben wir auch nochmal überarbeitet. Ja, so viel vielleicht erstmal zu diesem Haus. Wenn ihr neugierig seid, kommt uns gerne besuchen. Wir würden uns freuen. Mein Name ist Grit Rode, Nachbarschaftshaus Villa Offensiv. Stadtteilzentren inklusiv ist ein Projekt des Verbands für Sozialkulturelle Arbeit e.V., Landesverband Berlin, gefördert von der Lotto-Stiftung Berlin.